Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kirby Star Allies. Beim letzten Mal haben wir gesagt, machen wir, ich habe schon wieder vergessen, wie die Welt heißt. Wow, auf jeden Fall war da ein Boss und diese Welt werden wir jetzt machen. Im unglaublichen Viererpack, ich werde vor dem Boss allerdings meine Gefährten wegschicken. Aber die Welt selber möchte ich mal mit allen machen. Mal gucken. Huckepack einen CPU-Freund steuern. Wow, das klingt sehr umständlich. Ach ja, stimmt, ich habe vergessen, dass das der Angriff war vom... Saubermachling. Ich habe vergessen, wie der heißt. Wow, ich habe alles vergessen. Von der Fegerfähigkeit halt. Ja, wir sind übermäßig stark mit den Charakteren. Das ist echt krass. Prinzipiell könnte man das eigentlich so machen, dass man sich am Anfang aussucht, ob man einen von denen nicht generell steuern will, statt Kirby. Und dann würde man das Spiel quasi so machen. Ich meine, die können auf jeden Fall genug. Mhm. Ah, da unten ist eine begehbare Tür. Das gefällt mir. Eww, Max, why? Das ist mega gruselig. Und das ist auch einer von den Angriffen, mit denen ich dich nicht mochte. So, wie sieht's denn aus? Kann ich hier durch? Nein. Oh, oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich dich zum Windball gemacht? Sause, Max. Wow. So, ah, da kommst du nicht durch. Na gut, dann muss ich... wie mache ich das denn am besten? Ich mache mich selber erstmal zum Strom. Du gehst um die Ecken, ja? Ich werde mal... Ich kann das gar nicht aufladen, ne? Moment, was kann denn Elektro-Kirby eigentlich? Plasma. Warte, Moment. Räusper. Rückkehr der energiegeladenen Plasma-Power. Bewege rasch den Control-Stick hin und her, um Energie zu sammeln und feuere sie dann ab. Sogar nach oben. Verpasst du den Waffen deiner Freunde einen Treffer, laden diese sich mit Elektrizität auf. Vielleicht reicht das auch schon, um zu wissen, was wir machen müssen. Nein, das geht nicht. Okay, nein. Dann schaue ich nochmal kurz, was wir hier machen könnten. Plasma-Ladung, Plasma-Pfeil, Plasma-Laser. Kleine Plasma-Ladung, mittlere, große. Okay. Oben, oben, unten, unten, oben. Okay. Mittlere Plasma aktiv, Plasma Barriere. Achso, das ist generell. Während der Barriere Blitzattacke. Oh. Moment, das muss ich mal ganz kurz testen. Wow, was? Das ist ja stark. Aber da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Da bräuchte ich eigentlich einen Kürling. Vielleicht. Hm. Warte mal, ich habe dich doch irgendwie... das war nicht geplant. Du hast jetzt ein Wassermax wahrscheinlich. Sprudelmax. Mach das nochmal. Nein, du sollst... Ach, ich habe Elektro drauf gemacht? Ja. Okay, Moment. Ah, jetzt habe ich... Ach nein, das war er. Aber du hast den Curling draus gemacht, okay. Aber er kommt nicht durch, das stimmt. Das hatten wir schon mal. Ich überlege mal ganz kurz, wie ich da durchkomme. Okay, ich glaube, ich habe die Lösung, da hätten wir lange überlegen können. Aber wir brauchen wahrscheinlich die Elektrobombe dafür. Darum löst das mal bitte kurz. Ja, das war so klar. Danke sehr. Gut, da hätten wir lange überlegen können mit unseren Charakteren. Ich habe leider Rick weggeschickt, aber ich fand, er war von denen am stärksten und er war auch schon am längsten dabei. Darum ist das, glaube ich, okay. Ich hoffe. Ich muss auch mal testen, was eigentlich so genau passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie... Gui und ich saug den selber ein. Also, funktioniert das? Würde mich nämlich interessieren, ob ich da auch eine Fähigkeit dafür bekomme. Ein Puzzlestück für uns. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich auch das nächste Puzzle voll. Oh, ich wollte gerade eben noch meine Luft dagegen pusten. Da hat er mich angespuckt. Frechheit. Na gut, aber wir haben es gelöst. Es war am Ende doch... Du kannst sie kaputt machen? Wow. Huch. Ja, ja, lass die mal ganz. Ich meine, die bringen uns zwar relativ viele Punkte, wie es aussieht, aber es ist jetzt nicht so essentiell. Danke. Was, Max? Max, Max? Moment, ich brauche, glaube ich, noch eine Fähigkeit, um dann nach oben... Okay, oder was passiert hier? Ich verstehe zumindest jetzt, warum ihr meint, die sind zu krass. Die sind auch irgendwie ein bisschen zu krass. Ich möchte das bitte weglegen. Danke. War ich das? Habe ich das jetzt geöffnet oder haben die das geöffnet? Ich bin unglaublich verwirrt. Ein geheimer Ausgang. Nice. Cool. Das gefällt mir. Dann gehen wir mal in die andere Tür. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich wieder hier raus, oder? Bestimmt, oder? Nein, wir kommen gleich da raus, wo wir wahrscheinlich rausgekommen wären. Und hier gibt es den Boss, wie es aussieht.
Ich möchte euch mal ganz kurz zurückschicken, was passiert. Ich kann euch nicht zurückschicken. Oh, okay, dann muss ich euch leider so wegschicken. Das tut mir leid. Und ich nehme dich. Moment, ich nehme dich zwar, aber ich mache Elektrobomben aus mir draus. Kann ich das so machen? Also, ich hoffe, das funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Sehr gut. Eure Fähigkeiten sind zwar cool, aber nee. Oh, Spinne. Spinne ist auch toll, aber nee, ich bleib bei den Elektrobomben. Ja. Ich meine, Plattforming ist so eine Sache bei Kirby, ne? Man kann ja alles quasi umgehen oder umschweben, wenn man das sagen möchte. Ich weiß nicht, ob das Plattforming so schwer ist in Kirby-Spielen. Ich glaube anscheinend nicht. Man müsste halt die Flugfähigkeit irgendwie einschränken, dass man zumindest nicht unendlich oft in solchen Passagen springen kann vielleicht. Hey du, du pummelige rosa Kugel! Du bist bestimmt Feuer. Du siehst schon so aus. Ja, du, mir brennt da was auf den Nägeln! Du bist der Rüpel, der so ungezogen zu meiner bezaubernden Franziska war, oder? Versuch ja nicht, es abzustreiten. Du Unhold, wenn du auch nur eins ihrer wunderbaren blauen Haare gekrümmt hast, dann wirst du brennen. Verstimmt, das werde ich dir nie verzeihen. Okay, stell dich mir, Flammberger. Für deine Taten wirst du das Feuer spüren. Ja, es wirkt ein Feuerschwert, okay. Du wirst brennen, bis ein knuspriger Marshmallow neben dir aussieht wie ein Eiswürfel. Das ist ein unglaublich geiler Spruch. Flammberger, okay, na dann. Huch. Ah, ich mag die Bomben. Ja, das ist cool. Ah, ich dachte, du machst das irgendwie weiter. Wow. Okay, okay. Okay, das ist krass. Es ist komplett egal, ob sie über uns steht oder nicht. Oh, ich gehe mal ganz kurz aus den Flammen raus. Stark. Huch, ich habe jetzt gerade ihren Angriff für meinen gehalten. Das ist auch schade. Also andersrum, Quatsch. Ich habe meinen Angriff für ihren gehalten. Wo bin ich? Oh, ich hänge am Schwert. Huch, lass mich los, lass mich los. Ich möchte nicht, dass du das tust. Au. Danke. Das finde ich nicht okay. Ich habe mich eigentlich noch verteidigt, aber es hat anscheinend nicht ganz gereicht. Kann ich dich durchwerfen? Hm, reicht nicht von der Distanz. Dann mach eben hohe Würfe. Oh mein Gott, was machst du? Ich gehe mal ganz kurz woanders hin, weil ich glaube, das könnte wehtun. Wow, 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 wow. Übertreib mal deine Rolle nicht so. Das ist ja krass. Da sind rote Sterne dabei. Die machen bestimmt mehr Schaden. Ja, das hast du davon. Versuch dich trotzdem anzulieben. Geht nicht. Hm. Na gut. Das ist irgendwie schade. Die hätte ich schon gerne. Zumindest, nicht unbedingt als Partner, aber wie die zwei Bosse, die wir damals zur selben Zeit hatten, nur um das Tor zu öffnen. Oder Wispy. Einfach nur, damit er glücklich ist. Das wäre schon cool. Oder hauen die damit wieder ab? Ja, die hauen damit wieder ab. Okay, nee, dann geht das natürlich nicht mit dem Übernehmen. Hm. Nun gut. Wir haben's voll. Yes! Oh, das ist Crystal Shards, wie schön. Ha, cool. Zwei Erinnerungsbilder vollständig. Du kannst dir alle Bilder in der Galerie ansehen. Ja, das ist Mausattacke. Oder Squeak Squad. Und das weiß ich noch nicht so ganz. Das könnte alles Mögliche sein. Hi. Oh, hatten wir nicht einen geheimen Ausgang hier irgendwie? Ja, sieht ganz so aus. Sektor C. Mhm. Da möchte ich mal ganz kurz schauen. Wir haben alles. Sehr gut. Das wollte ich wissen. Dann gehen wir jetzt in Sektor C, bevor wir nach da oben rennen. Das wäre ja gelacht. Erschaffe als Künstler Meisterwerke. Mhm. So. Na, mal schauen, was jetzt hier auf uns warten mag. Dich nehme ich mal ganz kurz mit, weil ich... Squeak Squad Musik. Oh, ist das schön. Das ist auch mit meinem Lieblings-DS-Teil. Wobei ich sagen muss, ich habe Masse-Technik gespielt. Darum weiß ich nicht, wie der wäre. Oh. Sorry. Ich wollte die Bombe nicht direkt auf dich stellen. Ich möchte dich mal noch mitnehmen. Hast du keine Fähigkeit? Ah, du hast keinen Stab.
Okay, nee, warte, dann lass ich dich in Ruhe. Du hast doch nichts gemacht. Die anderen zwei zwar auch nicht, aber egal. Mächtiges Kreissägenrätsel. Gut, das hat gereicht. Ich warte eigentlich, dass es hier irgendwann mal nach unten geht. Oh, Beam. Sehr gut, den möchte ich gerne mitnehmen. Was war das denn? Moment, was wolltest du hier machen? Ach, du wolltest die kaputt machen, oder was kann das sein? Ja, gut, nee, lass das mal, du fällst nur den Abgrund, das möchte ich nicht. Wow, 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 wow. Das war vielleicht etwas sehr wagemutig gesprungen. Ah, aber ich mag die Squeak Squad Musik, die ist so toll. Squeak, squeak. Ich warte mal ganz kurz, bis die weggehen. Oh, ich habe gedacht, wir hätten eines kaputt gemacht, aber das ist wahrscheinlich gleich wieder Instant Respawn. Man kennt das Problem ja. Perfekt. Ah, die Fähigkeiten sind so krass, dass Garfis nicht mal gruselig sind. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas... Wow, 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 warum kommen die von da? Das war ziemlich stark. Okay, dann warten wir mal... Hier oben, wenn wir uns nicht in der Luft abbusseln müssen. Ach so, das war, glaube ich, vollkommen egal. Na gut. Ah, ein Puzzlestück. Das werde ich mir mitnehmen. Danke. Und das schaffen wir noch. Locker. Cool. Ja, Sektor C ist bis jetzt ganz nett. Oh, Tröpfli ist fast K.O. Das sehe ich jetzt erst. Ah, der hat sich auch immer mit den Klingen angelegt. Die Musik wiederum mag ich nicht ganz so sehr. Okay, da warte ich mal noch eine ganze Runde. Danke. Gut, das war klar, dass das jetzt nochmal passiert. Ich glaube, ich muss mich hier gleich über Kreuz schießen. Ich hoffe mal zumindest, dass das jetzt auch so ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Da warte ich nochmal, bis sie wieder zusammen sind. Ich möchte mich ja nicht zusammenquetschen lassen. Danke. Oh, das ist irgendwie ein cooler Level. Oh, da lang. Okay. Na, das war hoffentlich nicht so knapp. Puh. Okay, und das war's. Der Level ist bestimmt auch letzten Endes gar nicht mehr so lang. Es ist ja nur ein Bonussektor. Das heißt, es gibt uns ein paar Puzzleteile. Da war eine Beam-Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt haben möchte. Da ist eine Psychokinese-Fähigkeit. Die möchte ich haben. Danke. Die finde ich cool. Bis auf die Tatsache, dass man quasi in der Luft... Oh, ich dachte, der zeigt das etwas andersrum. Na gut. Bis auf die Tatsache, dass man quasi in der Luft stehen bleibt und sein gesamtes Momentum verliert, finde ich die eigentlich auch ziemlich cool. Puzzleteil für mich. Okay, da haben wir einen Charakter weniger. Und ich glaube, wir... Was ist denn hier? Oh, da geht es generell weiter, glaube ich. Okay, wir warten mal und gehen hier durch die eine Tür, die wir beidseitig begehen können. Oh, die Musik, ah, das war schon damals so furchtbar. Wie kommt man auf sowas? Echt krass. Moment. Nein, da komme ich so nicht durch. Okay, wir brauchen also Tröpfli. Komm mal her. Und dann müssen wir das irgendwie zusammen machen. Was machst du? Ach so, du musst das alleine machen. Du machst sie einfach nur nass und dann gehen die kaputt. Okay. Ja, die Lücke ist jetzt groß genug, das ist richtig. Aber es tut mir leid, dass du jetzt wieder zweimal Schaden bekommen hast. Na, wenigstens hast du das Puzzleteil auch gesammelt. Perfekt. Okay. Gut. Tröpfli kann, glaube ich, auch wieder nach Hause gehen. Das ist okay. Da braucht uns nicht mehr helfen. Und eigentlich braucht uns der Beam auch nicht unbedingt helfen, oder? Oh, hoch! Moment. So geht das ja nicht. Perfekt. Ah, die Fähigkeit ist schon echt ziemlich stark. Dadurch allein, dass wir schon quasi in der Luft stehen bleiben und den hier machen können, sind wir unglaublich flexibel. Das gefällt mir gut. Im Gegensatz zu der Musik, die hier läuft. Die macht mich fertig. Ah, schon besser. Ich glaube, das ist auch Squeak Squad Musik. Ich glaube, ich möchte euch auch noch nicht mitnehmen. Ja, okay.
Mhm. Aha. Aha. Wow. Diese Fähigkeit ist so krass. Macht alles im Alleingang. Und ich glaube, bei kleinen Bossen ist es auch nicht schlimm, wenn ich meine Partner dabei halte, oder? Ich meine, letzten Endes. Oh, wir weichen übelst cool aus. Aber nur am Boden, wie es aussieht. Na, das war wahrscheinlich Zufall. Okay. Dann weichen wir nicht übelst cool aus. Gut. Dich nehme ich mal mit, weil ich glaube, deine Fähigkeit könnten wir gebrauchen. Hier muss ja nur irgendwas sein, was aussieht wie eine Leinwand und dann hat es sich gelohnt. Wie das hier zum Beispiel. Machst du damit Treppen? Ein Schlüssel. Mal den Rest noch an. Puzzle. Noch ein Schlüssel. Oh, und zwei Türen. Okay, deswegen. Na gut, das sammeln wir gleich auf dem Rückweg ein. Mhm, mhm. Das hat sich gelohnt. Danke. Und noch ein Puzzlestück für uns. Und unglaublich viel Kuchen. Wow, das passt doch unglaublich gut zu Squeak Squad, weil die doch auch immer Lebensmittel geklaut haben. Cool. Wobei, das ist bei den meisten Kirby-Spielen irgendwie die Story, dass irgendjemand Essen klaut. Okay, das war's. Cool. Ja, nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Platz 1 hin. Das wäre jetzt auch ziemlich schön. Zumindest für unseren Puzzle-Status. Ah, nein, das war nur eine 2. Na gut, okay. I tried. Gut. Die Heilung braucht man nicht, aber gut. So, mal schauen, ob wir jetzt das Spiel hier... Wow, danke, Spiel erkennen. Das hier erkenne ich auch gar nicht. Das Metanite auf jeden Fall, aber es hilft mir leider trotzdem noch nicht. Hm, naja, macht nichts. Sehr schön. Gut, hier haben wir auch alles gesammelt. Dann würde ich sagen, mal schauen, wie die Welt hier oben heißt. Himmlische Halle. Okay, das könnte natürlich auch ein Luftgegner sein. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall wieder eine von den Schwestern. Dann haben wir alle drei besiegt. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir die himmlischen Hallen unsicher machen. Ich gehe mal kurz nach vorne. Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Elik. Bye.